Ja, geschätzter Kollege Stümpfig von den Grünen, Sie haben ja jetzt mal wieder Mali hier ins Zentrum gestellt. Meiner Meinung nach der aufgezwungene Emissionsausgleich ab 2028, wo Ihre Partei ja für steht, gleicht einem modernen Ablasshandel, dessen Wirkung nicht weniger zweifelhaft sein dürfte. Was jedoch ganz unzweifelhaft ist, dass die deutschen Steuergelder natürlich dadurch noch verschwenderischer in alle Welt hinaus verteilt werden. Und auch beim letzten Klimagipfel, wenn Sie sich erinnern, ging es fast nur noch darum, wie viel Geld denn die armen Länder, Sie haben jetzt hier gerade wieder Mali in den Vordergrund gestellt, ich würde einfach mal hier Bayern und Deutschland berücksichtigen, wie viel diese armen Entwicklungsländer von den angeblich schuldigen Industrieländern als Ausgleich bekommen. Nur darum geht es Ihnen noch. Und anscheinend reicht es Ihnen eben nicht mehr, diese Steuergelder lokal hier umzuverteilen. Stattdessen sollen sie irgendwo in fragwürdige Projekte irgendwo auf der Welt zum Vergraben sozusagen unserer Gelder dort genutzt werden. Wieso verhöhnen Sie unsere hier in Bayern hart erarbeitete, von der bayerischen Bevölkerung hart erarbeiteten Geldbeträge in diesem unerträglichen Maße? Bitte schön, Herr Stümpfig. Wenn Sie Zusammenhänge erkennen könnten, dann würden Sie auch sehen, dass Klimaschutz dazu beiträgt, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und dann, da sind wir wieder bei dem Thema Ihrer Aktuellen Stunde. Also dieser Kreis schließt sich, von daher gesehen, Klimaschutz ist einfach das oberste Gebot. Vielen Dank.